Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Ein Mann mit einem Glasauge hat den sehnlichen Wunsch, endlich wieder auf beiden Augen sehen zu können. Der Chirurg macht ihm große Hoffnungen. Das lässt sich beim heutigen Stand der Medizin durchaus bewerkstelligen. Sie benötigen lediglich noch einen Spender, der ihnen ein Auge opfert. Auf der Nachhausefahrt wird der Einäugige von einem rasanten Autofahrer überholt. Drei Kurven weiter knallt der schnelle Wagen gegen einen Baum. Das Auto ist nur noch ein rauchender Trümmerhaufen und der Fahrer ist tot. Blitzschnell erkennt der Einäugige seine Chance, zu einem neuen Auge zu kommen. Er zückt sein Taschenmesser. Ein Schnitt. Dem armen Verunglückten wird das überflüssige Glasauge verpasst und nichts wie zurück in die Klinik. Dort klappt auch die Transplantation zu aller Zufriedenheit. Am nächsten Tag wird der Verband entfernt und glücklich wieder auf beiden Augen sehen zu können, greift der Patient zur Tageszeitung. Als erstes liest er die Schlagzeile des Tages. Polizei steht vor einem Rätsel. Sportwagenfahrer mit zwei Glasaugen tödlich verunglückt. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.